Willkommen zurück zum weiteren Gameplay-Part zu The Wonderful 101 der Demo. Ja, ich war hier gerade in dem Lagerhaus. Dort musste ich an drei Drehmechanismen sozusagen, drei Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen. Jetzt bin ich hier im nächsten Levelabschnitt. Sieht aus wie so ein Containerhafen. Ja, und die nächsten Gegner warten nicht lange, beziehungsweise lassen nicht lange auf sich warten. Und ja, ihr merkt es schon, es vergeht wirklich kaum eine Minute ohne Action. So, Multi-Unit-Morph. Okay, jetzt bekommen wir wieder eine neue Combo. Mission 4. So. Komm, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die ganzen Gegner mal platt machen. So, schnell unsere Superhelden hier wieder eingesammelt. Da ist nämlich auch schon wieder so ein... Ja, was sind das? Sind das MechWarrior? Solche großen Bots? Gut, einer geht ja noch. Aber sobald es dann mehrere werden, wird es natürlich immer hektischer. So, jetzt kommen natürlich hier noch diese ganz kleinen Gegner. Die müssen wir natürlich auch möglichst schnell und effektiv zur Seite schaffen. So, den haben wir jetzt auch schon eliminiert. Das ist gut. Ja, ihr seht gerade, ich nutze das große Schwert, The Unite Sword, um möglichst effektiv meine Gegner hier aufs Korn zu nehmen. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder die Hand wählen oder die Waffe, aber jetzt haben wir hier den großen... Ja, von wegen, gerade wollte ich sagen, jetzt haben wir den eliminiert. Ja, jetzt kommen gleich wieder zwei neue. Oh Gott, Leute, das ist echt Action pur. Also da habe ich gerade echt gedacht, okay, jetzt hätten wir den geschafft. Let's go to the next area. Aber von wegen, da kommen schon die nächsten. Los, komm schon. Da kommen da jetzt etwa noch mehr. Na komm. Da haben wir wieder unsere Nudelsuppe. Noch eine, okay. So. Ja, komm. Dich machen wir auch platt. Jawohl. So, drücke die Y-Taste. Gut, dann können wir das sogar einsammeln. Das ist ja cool. So, schauen wir mal ein bisschen rum. Vielleicht bekommt man ja noch was zum Einsammeln oder vielleicht irgendwas Wichtiges. Irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben. Ich glaube, kann man das hier auch kaputt machen? Nein, ich glaube nicht. Ah, lassen wir das mal vor sich hinschweben. Konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf die nächste Area, auf den nächsten Levelabschnitt. Panzer, die jetzt hier quasi auf der Brücke eine, ja, quasi Festung bilden, eine Verteidigungslinie. Aber ich glaube, die sind auf unserer Seite, okay. Okay. Also jetzt scheint es dann noch langsam etwas größer und intensiver zu werden. Oh Gott. Ein Wundersprung. Es läuft doch um die Zeit. Ah, auf B. Okay. Jetzt sehe ich das. Ah, so eine Art Quicktime-Event. Okay. Aber ich drücke schon, aber jetzt komm. Aber irgendwie haben sie jetzt keine Plattform, die sie anspringen können. Oder wie sehe ich das? Okay. Müssen wir nochmal probieren. Okay, also war das jetzt so eine Art Quicktime-Event. Und dann müssen wir halt jetzt gleich ganz schnell gucken, dass wir hier die Plattform wechseln. Jetzt drücken wir mal B. Okay. Jetzt auf den Panzer. Und komm. Jetzt nochmal. Aber ich fürchte... Ah, okay. Wir haben es wieder verpasst. Ich glaube nicht, dass wir da unten, ja, hin sollten. Okay. Leute, aller guten Dinge sind drei.
Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Nochmal hier den Kampfjet ausgeschaltet. So, und jetzt. B. Und nochmal. Und jetzt nochmal B drücken. Okay, jetzt klappt das. Alles klar. Wunderbar. Haben wir diesen Abschnitt auch geschafft. Ja, ihr merkt, Leute, das Spiel ist sehr actionlastig. Man kommt wirklich kaum zur Ruhe. Es vergehen wirklich kaum 30 Sekunden, wo man mal irgendwo zwischen den Parts hin und her wandert. Kaum sage ich das. Jetzt kommt schon dieser mega große Panzer hier. Oh Gott. Oder ist es eher ein Panzer, würde ich sagen. Und mal gucken. Oh! Was hat er? So eine riesen Laserwaffe, oder? Boah, okay. Schauen wir, vielleicht können wir hier irgendwas einsammeln. Oder... Ah, genau, okay. Da ist wieder so ein WC gewesen. Dort können quasi die Helden kurz regenerieren. Ja, ist ja gut, Mann. Ist ja gut. Wir wissen, dass du groß und stark bist. Okay, mit der Waffe probieren wir es jetzt mal hier. Das kann nicht wahr sein, Leute. Also... Ihr merkt schon, Zeit zum Verschnaufen gibt es hier definitiv mal keine. Okay. So. Ich springe jetzt hier einfach mal über den Panzer rüber und in der Hoffnung, dass ich jetzt irgendwie vielleicht mal hinter seine Festung komme. Denn ich glaube, da ist er verwundbar. Von vorne, jetzt zumindest noch nicht so wirklich verwundbar. Dort hat er ja seine Panzerung. Ja komm, lass mich doch mal da raus. Okay. So. Hat er jetzt... Okay, jetzt hat er die Panzerung verloren. Richtig, genau. So. Oh Gott. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn möglichst schnell aus dem Weg rollen. Denn ihr seht oben links, da blinkt schon Gefahr. Bedeutet nichts weiter, als dass meine Lebensenergie jetzt schon bald beim Teufel ist. So, jetzt habe ich hier mal wieder... Oh Gott. Kaum sage ich's. Habe ich auch schon das Zeitliche gesegnet. Spiel fortsetzen? Ja klar. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. So, jetzt komm. Wie, das war's jetzt? Okay. Ja, auch nicht schlecht. Wortwörtlich mit der Faust einmal richtig zugelangt. So, jetzt haben wir hier nochmal, wie gesagt, dieses WC. So, jetzt können wir, glaube ich, mit Tastendruck uns unsere Helden wiederholen. Oder mal schauen. War das jetzt mit X? Oder Y? Da. Ah, jetzt habe ich sie wieder. Okay. So. Oh Gott, Leute, es geht gleich weiter. Was ist da? Ja, okay, jetzt kommen hier aber so Raketen sind es wahrscheinlich. Von irgendwelchen... vielleicht ja, Kampfjets oder so abgeworfen. So, schauen wir mal, dass wir hier möglichst heil durchkommen. Oh Gott, Leute. Und wieder eine Armada an Gegner. So, kommt. Nimmt das hier. So, dann haben wir natürlich die Möglichkeit mit den Schultertasten, das habe ich ja im letzten Part auch schon mal erklärt. Wir können quasi so eine Art Schild um uns herum aufbauen. Sieht im ersten Moment so ein bisschen aus wie so ein Wackelpudding. Da können wir uns ja vielleicht für eine Sekunde oder auch zwei kurz schützen. Sollte halt ein etwas größerer Angriff folgen. Oder aber auch mit ZL können wir halt schnell... Ja, nach links oder nach rechts ausweichen. Können wir schnell springen. Das ist sehr nützlich. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mit unserem Protagonisten, mit dieser großen roten Hand, die Container nach vorne zu ziehen. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich damit jetzt hier so eine Art, ja, ich schätze mal so eine Art Leiter oder so eine Art, ja doch, Leiter wahrscheinlich bauen werden. Ja, genau. Also da müssen wir jetzt wahrscheinlich hier oben aufs Dach rauf.
Platinum Jeton. Okay. Aber müssen wir jetzt hier hin? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir mal aus. Kommen wir da weiter. Diesen Container muss man auch irgendwo aufkriegen können. Also ich sehe da so eine Kette drum. Vielleicht müssen wir mal schauen, dass wir da gleich... Ja, mit der Hand kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Vielleicht mal gegenschießen oder so. Hm. Probieren wir mal eben aus. So. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich erfolgsversprechend. Und war hier unten vielleicht noch was? Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen. Ich sehe da... Irgendwas können wir einsammeln, aber das scheint hinter diesem Zaun zu sein. Da müssen wir gleich wahrscheinlich irgendwo hinterkommen. Nee, ich laufe da nochmal eben hoch. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt mit dem Schwert... Weil da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Ich wechsle jetzt gleich nochmal. Ich probiere jetzt nochmal kurz das zu ändern. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich die... Ja, was ist es eigentlich? Ist es eine Kiste? Ja, wahrscheinlich. Da irgendwas drin ist. So, mit dem Zeichnen tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber jetzt haben wir... Ja, jetzt hat es funktioniert, okay. So. Da war eben ein Zaun, also denke ich mal, müssen wir hier irgendwo jetzt rüberkommen. Na komm. Ja, perfekt. Jetzt hat es geklappt. Da haben wir auch wieder diese Batterien. Aber oben seht ihr ja die Leiste, die ist relativ aufgeladen. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich wichtig für unsere ganzen, ja, sind das Finishing Moves, Special Attacken, so eine Art Unite Move, wo wir quasi alle zusammenarbeiten. Und okay, jetzt fasse ich mich deshalb kurz. Das Blumenbeet zum Beispiel, da sollen wir jetzt quasi wieder ausgelöst werden. Bla 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 bla. Okay. Okay, also sollen wir jetzt einen Kreis drumherum bilden? Ob das was nützt? Okay. Ja. Mache ich dann irgendwann mal, wenn ich Zeit dafür habe. Erstmal müssen wir wieder hier eine Horde Gegner erledigen. Und sollte ich das überleben, dann werde ich irgendwann vielleicht auch mal versuchen, um dieses Beet mich zu vereinen. So, der erste Bot ist, glaube ich, schon ausgeschaltet. Nein, da hinten sitzt er, glaube ich, noch, oder? Nee, egal. Ja, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Obwohl, kaum sage ich das. Er war wahrscheinlich gerade kurz angenockt und jetzt wieder erholt. So, jetzt haben wir ihn aber erledigt, okay. Oh Gott. Kaum sage ich das, kommt schon der nächste. Und wieder so ein großer Panzer. Wo holt ihr die eigentlich alle her? Kann nicht wahr sein, Leute. So. Na gut, was Mut, das Mut. Dann müssen wir halt schauen, dass wir den jetzt auch noch kurz... erledigen. Okay, ihr seht gerade, meine Energie ist relativ leer. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder hinter diesen Panzer komme. So, meine Superhelden wieder kurz eingesammelt. Oh Gott, da kommt auch wieder so eine kleine Armada. So. Zum Glück ist meine Energie oben noch relativ voll. Also nicht die Batterie, die ist ja fast leer, aber zumindest meine Lebensenergie. Und das ist schon mal wichtig. So, schnell ausgewichen. Oh Gott. Oh Leute, Leute, Leute. So, jetzt haben wir immerhin schon mal den Panzer gekillt. Okay, also die Panzerung vom Panzer. So, na komm, die nehmen wir auch noch aufs Korn. So. Boah. Übertreib doch nicht.
Ja, das ist wirklich pure Reizüberflutung. Ich würde mal sagen, typisch Japano. Also man merkt, dass das Spiel von den Entwicklern von Bayonetta kommt. Ich glaube, von Platinum Games kann man auch nichts anderes erwarten. Jetzt im positiven Sinne natürlich gemeint. So, komm. Den haben wir jetzt auch. Klatsch. So. Kommt noch einer? Ist noch einer da? Möchte noch jemand was? Ich hoffe mal nicht, denn jetzt können wir hier diesen Kreis... jetzt mache ich das einfach mal. Formiere ich mal meine Helden um dieses Beet und... Jawohl. Das ist ja mal cool. Eine Victory Feuer, was war das? Torpedo? Ja. Habe ich jetzt eben so schnell nicht gelesen, aber ich meine, es war ein Torpedo. Ja, perfekt. So. Ich sehe hier schon die nächste Kiste. Allerdings rot. Ah, okay. Alles klar. Jetzt schnalle ich das auch erst. Die erste Kiste war ja blau gewesen. Daher ja auch das Schwert. Klar, die Farben sind dann schon selbsterklärend. Ich nehme mal jetzt hier die rote Hand. Okay. Alles klar, man lernt nie aus. Gut. Eigentlich selbsterklärend, aber es ist so viel los hier auf diesem Bildschirm, dass man wirklich vielleicht erst im zweiten Hinsehen wirklich schnallt, was man machen muss teilweise. Oh Gott, jetzt kommt da noch ein großer LKW. Ja. Nimm am besten die ganze Stadt auseinander. Was haben wir hier? Ein Schild? Ein Schutzschild? Ein Wundersprung. So, jetzt nochmal B. Unite Hand. Ah, okay, warte mal. Oh, Stylos. Nachmalen, nachmalen. Da. Ah. Okay. Klatsch. Let's try it again. Okay, jetzt nochmal. Also, spring. Und jetzt einmal zeichnen. Jawohl, jetzt klappt es. Jetzt schnappen wir uns quasi mit seiner großen roten Hand einmal das Schild. Und jetzt können wir uns hier vor dieser Explosion schützen. Oder auch vor einem Tanklaster, der aus dem vom Himmel fliegt. Okay. Und jetzt? Ja, klar. Noch einer. Ja, es regnet hier gerade ein Tanklastzug nach dem anderen. Wo kommen die denn jetzt überhaupt her? Ist doch eigentlich nur einer jetzt quasi eben verunglückt. Okay. Aber wir haben es geschafft. Alles klar. Oh Gott. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Demo noch geht. So, die nächsten schreien hier um Hilfe. Ich weiß nur, dass wir keine Zeit zum Verschnaufen haben. Die Leute brauchen unsere Hilfe. So, und jetzt können wir hier mit dem rechten Analogstick wieder diese Kette bilden. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch, oder? Ne, ich glaube nicht. Gedrückt halten. Auf jeden Fall der rechte Stick. So. Ah, ich fürchte, wir kommen hier nicht rüber. Ich glaube, wir müssen über die Häuser rüber. Oh Gott, jetzt brenne ich. Hilfe, Leute, ich brenne. Alles klar. Okay, war ein Versuch wert. Aber ich glaube, nein. Das bezieht sich jetzt hier auf das Haus. Also ich werde jetzt hier versuchen müssen, rüber zu kommen. Ja. So, komm. Alle schön einmal formiert. So, jetzt. Jawohl. Und hoch da. Alles klar. So, kann ich jetzt über diese Plattform springen? Da komme ich auf jeden Fall rauf. Oh Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Lebensenergie ist schon wieder fast am Ende. Das war jetzt so nicht geplant. Da bin ich einfach runtergefallen. Okay, nochmal hoch. So, aber irgendwie muss ich doch jetzt zu diesen Passanten hinkommen. Muss ich da vielleicht rüberspringen? Oder dann... Ah, okay. Wieder runtergefallen. Alles klar. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Okay, irgendwie müssen wir jetzt einen Weg finden, Leute. Irgendwie müssen wir da jetzt einen Weg finden. So, jetzt schnappe ich mir nochmal unseren Freund hier mit der großen roten Faust. So, ein paar Superhelden nochmal wieder rekrutiert. Und jetzt geht's hier wieder hoch. So. Vielleicht muss ich mit ihm alleine darüber springen. Vielleicht waren alle für diese Plattform zu viel. So, probiere ich mal mit ihm alleine. Los, spring, mein kleiner Freund. Aber ich glaube, das war's auch nicht. Oh Gott, Leute. Verzeiht meine Unwissenheit. Ich habe echt keine Ahnung. Wir müssen schauen, wie wir jetzt dann die an diese Passanten retten. Okay, wir starten jetzt hier oben wieder auf dem Häuserdach. Ah, okay, das Schwert. Oder? Probieren wir mal. Zeichne. Ja, jetzt habe ich das Schwert. Oder? Habe ich das? Ja, jetzt habe ich das. Ah, okay. Jetzt haben wir die Plattform hier quasi zum Einsturz gebracht und damit das Feuer gelöscht. Okay. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange die Demo noch geht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal einen ganz kurzen Break. Ja, und ich würde freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. The Wonderful 101. Also, bis dann.